Hey, ja, hier ist der Deepstar. Willkommen zurück zu Aliens vs. Predator. Zunächst noch eine Session. Beim letzten Mal haben wir die Predator-Kampagne abgeschlossen mit einem, ja, längeren Endkampf gegen einen Predalien, wo das ehrlich gesagt nicht verstanden hat, diesen Endkampf, wo sie ehrlich zugeben, irgendwie mit Minen musste man da hantieren. Und ja, aber er fast rausgekriegt hatte, war der Kampf fast vorbei. Die erste Hälfte weiß ich nicht, wie wir die überlebt haben. Aber egal. Ja, bevor wir weitermachen mit der letzten Kampagne vom Spiel, nämlich wir haben ja die Marine- und Predator-Kampagne jetzt fertig. Die Predator-Kampagne jetzt fertig. Ja, gibt es nur eine, die als Alien. Bevor, wie gesagt, die anfangen, eine kleine Entschuldigung an alle Zuschauer. Ich war in den letzten beiden Missionen eher ruhiger, fand ich zumindest. Also hab mal, als die Videos gesehen habe, hab ich festgestellt, teilweise geht ich fast halbe bis ganze Minute gar nichts. Das war verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Ja, gut, wir haben jetzt eine Kampagne noch vor uns. Am Anfang einer Kampagne gibt es natürlich nochmal für alle, die für andere Videos gesehen haben. Böse, böse. Hier nochmal die Helligkeit-Einstellung, falls ihr nochmal alles nachjustieren müsst, damit ihr genauso wenig seht wie ich. Ja, so ähnlich. Also, falls das jetzt nicht reicht, drückt auf Pause, dann habt ihr ein bisschen länger diese Anzeige. Andernfalls würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Kampagne, mit der letzten Kampagne vom letzten Drittel vom Spiel. Also eigentlich sind es nur 29%. Ja, ein Großteil haben wir schon, lange hinter uns. Ja, Marine-Mission haben wir gemacht, Predator-Mission haben wir gemacht. Und jetzt geht's als Alien-Mission weiter, die letzte Kampagne. Weil das ist keine Kampagne, das ist nur, ja, eine Welle nach Aliens schießt nach der anderen, im Grunde. Ich weiß, nur gegen Aliens. Und ja, hier als Alien-Mission unsere nächste Aufgabe. Ja, fangen natürlich neue Spiele an, wir haben ja noch nichts gemacht. Deswegen können wir mit neuem Spiel anfangen. Schwierigkeit bleibt natürlich bei normal, ne? Hat mir auch, war teilweise schwer genug, um mir leider auch zu geben, weil ich auch teilweise relativ schlecht gespielt habe. Ja. Das liegt nun mal an mir, nicht am Spiel, dass ich teilweise oft sterbe, sondern an eigene Dummheit und so weiter. Ja, deswegen würde ich sagen, wir bleiben mal normal und legen los. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. So, ja, wieder diese Intro-Sequenz. Scheint so, bei jeder Kampagne gibt es die, wo man die direkt vom Spiel starten lässt, bevor man ins Hauptmenü kommt. Man kann überspringen zum Beispiel. Das weiß ich nicht, aber jetzt geht's wahrscheinlich weiter mit der ersten Mission und mit dem Intro für die Alien-Kampagne. Also weiter geht's. That's the last of them. Commencing specimen retrieval.
What happened to Specimen 6? Send in the combat androids. Mark it up for the program. Six. I remember this one. Mr. Wayland thinks there might be something special about it. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. Erfolgen wie der Maus die Finger des Menschen. Das ist ja mal interessant. Ja, muss ich jetzt mich da reingrätschen. Dass wir jetzt sind, also wir sind also auf mal Nummer 6 von der Win-Kampagne, diesen Audiolog-Bücher gehört haben, wo Wayland unter anderem auch über Nummer 6 gesprochen hat. Also wir als Alien. Interessant, ja. Wir waren auf mal ganz gewieft, wir haben uns einfach nicht in diese, ja, in diesen Zylinder begeben und da rumgeirrt wie eine Ratte oder so, sondern wir sind einfach auch wieder im Körper zurück und richtig eklig in den Mund raus. Ja, ganz toll. Ja, jetzt machen wir jetzt auch wieder ein Tutorial hier. Ja, deswegen beginnen wir auch nicht als Facehugger, sondern wir sind gleich gefangen genommen worden. So. See? Watch her track my hand. Aha. Obedient. Very good. On to the next test. Das hier mal interessant. Jetzt sind wir wieder frei. Komm mal frei. Ah, jetzt sind wir hier in der Drohne. Bewegen Sie sich mit WDSA umher. A xenobiological marvel. Excellent. Ah. Watch. These things can move on any surface. Können auf jeder Oberfläche laufen. Wie mache ich das? Halten Sie die Lauf rein und gegen eine Wand. Oder auch einfach so, weil ich das so eingestellt habe. Gracefully done, Six. Ah. Kann ich auch springen? Ah. Ah, genau das wollte ich gerade. Send in the first test subject. Where are you taking me? Why won't anybody tell me what's happening? Clause 88C of your employment agreement has come into effect. Aha. Ah, jetzt sind wir hier. Wir laufen auf Füßen. I'm not going in there. You are participating in vital research, my friend. Doc Groves? What is this? Für einen leichten Angriff. Ja, machen wir. Hey, ja. Lauf, mein Leben. Ja. Yes. Yeah. Easy kill. Unmatched hostility. Unclouded by remorse. Mr. Wayland may have been correct about you. Aha, du glättest es schaffen. Ah. Interesting. Ah, man kann Lichter ausmachen. Das ist ja cool gemacht.
Aber ich geh auf mal nicht genug Lichter ausmachen. Ah. It knows the darkness is its ally. I can barely see you, Six. Ja, so gehört sie das. Bring me another test subject. Das ist cool. Hat was? Ja, wissen wir auch. Oh ja, du wirst bezahlt, mein Lieber. Du wirst bezahlt. Dark in here. Can I get a flashlight? You just want me to fix the lights? Aha. Bleib doch mal stehen, hä? 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 Send in another test subject, armed. Eine Waffe? This should be more of a challenge for you, Six. Der Geruch eines Menschen verriet ihn. Ja, das sind diese... Ja, Gerüche, die hatten auch wieder Namen. Ich habe sie wieder vergessen, leider. Je stärker ihr Geruch, desto mehr Gefahr geht von ihnen aus. Aha. Interessant. What seems to be the problem? Ah ja. What happened to the lights? A strong indicator Pneumatics of intelligence. Up again. But how do you know of the threat? Okay, now what? Ich will Kopf abbeißen! Na gut, so geht's auch, hä? Machen wir jetzt? Oh, ey, heftig. Flüchten. Aha. Was ist das denn jetzt hier? Ah ja. Ah. Ah ja.